So, wo ist der Kollege? Ah, da komme ich nicht dran, ne? Ey, da müsste ich da drauf irgendwie. Kommt man auf den drauf? Glaub nicht, ne? Wo ist er? Ah, doch, das könnte klappen. Jo. Boah, das ist gefährlich. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence im Brutalmodus, mal wieder beim Angeln im Morgengrauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt geht's hier ab. Ich habe die ganze Nacht quasi durchgeangelt. Schwupp, bam. Erstmal gab's einen kleinen. Sind genau der Reihe nach. Erst gab's einen kleinen, dann habe ich den fetten rausgeholt und jetzt noch zwei große Lachse. Läuft doch, und weil das so läuft, werfe ich das Ding jetzt nochmal raus. Jo. Das ist doch prima, oder? Aber ich habe ja jetzt 6 kleine hintereinander und dann kam es wieder. Och, und dann haben wir noch 14 von den Leinen. Ist doch alles supi. Ach ja. Das ist ja auf dem Mars hier mit dem roten. Mit dem roten Himmel. Morgenrot von Ost nach West. Ist ja auch interessant. Gibt's das eigentlich? Wenn die Wolken entsprechend richtige Höhe. Richtige Dichte, wer weiß. So. Ach, guck mal, unten Hecht. Kann ich schon sehen. Wenn da jetzt nichts zwischenkommt. Ich habe mal überlegt, er hat letztes Mal gesagt, ah, dann gehen wir auf Adlerjagd. Eigentlich geht das ja noch gar nicht. Dazu brauche ich doch diese Steigeisen. Und da sind wir noch so weit weg von wie der Jupiter von der Sonne. So, und den Hecht. Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Oder nicht schlecht, Herr Hecht. So, dann machen wir das mal. Das kriegen wir so gar nicht hin, ne? Da muss ich erstmal den in den Ofen schmeißen. Auf jeden Fall, komm mal her, du musst in den Ofen. So. Und dann müssen wir die alle filetieren hier. Das gibt nämlich die. Dann packe ich den auch in den Ofen. Oh, ich sehe gerade, da ist gar nicht mehr viel Brennstoff drin. Und die filetieren. So. Ja, passt doch. Haben wir sogar noch einen Platz frei. Einen. Super. So. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter, ne? Erstmal den. Die gehen ganz fast rein, oder? Oh, nee. So, jetzt aber. Du bist fertig, ne? Du kannst gleich verschmackofatzt werden. Du dann gleich auch. Soll ich schon vorbraten? Ach, muss nicht unbedingt. Aber ich werde mir die jetzt rausholen. Und dann brauchen wir noch... Warte mal, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Was war das noch? Ach, von den grünen Dingern, ne? Lass mal schnell gucken. Was wollte ich denn machen? Den. 3. 1, 2. 3. Nicht zu lange. Na, so schnell wird ja wohl jetzt die Leber nicht vergammeln. Ja, ja. Immer mal so peu à peu. Weil wenn ich jetzt erst einmal runtergehe in die Höhle, dann möchte ich da schon so ein bisschen Vorrat haben. Weil das braucht man da gerne mal, weil diese Fledermäuse ganz schön fies sind. Die haben einen leicht erwischt und die infizieren einen auch so oft. Mach, und jetzt hier gleich bei 95% plopp, Leber vergammelt. Brät. Access denied. Your fail. Obwohl ja. Und dann haben wir schon mal 6, ne?
läuft, würde ich sagen. Wie sieht es ernährungstechnisch aus? Wir müssen schon wieder an die Tomaten gehen hier. Hä? Ach nee, wollte ich ja essen. Muss man mal genau gucken, was man macht. Dann trinken wir noch einen Schluck. So. Ich glaube, das sieht gut aus. Hat ja das geregnet? Ich muss mal sehen, wie der Status ist. Die lassen wir ja in Ruhe. Ah, hier ist wenigstens was zu sehen schon. Ach ja, komm, dann machen wir was rein. Ja. Mal ein Stück jetzt. Geht der voll? Ah ja. Das sind einmal Baumwolle und sonst alles Tomaten und hier ist alles Tomaten. Naja. Alter, das war doch mal Angelglück. Doch, kann man so sagen. Das hat gut reingehauen. Wie bin ich? Ich könnte eigentlich noch einen vertragen davon, ne? Ja, dann machen wir das noch. So. Wie sieht es denn hier aus? Ah, ist nicht so viel. Ich mach mal 3. Dass wir da auch schon mal so ein bisschen was kriegen. Ja, Glas. Wie haben wir eigentlich noch ein bisschen Glas hier liegen? Die haben wir schon. Ja, aber ich brauche einen Eisenbarren für so ein blödes Fenster. Da bin ich noch ein bisschen... Oh, das ist eine Kiste. Ein bisschen geizig für. Bist du fertig? Beeil dich mal ein bisschen. Ich will die Kiste holen, dann wollen wir sehen, ob wir heute noch mal Glück haben und noch mal eine Lockpick-Kiste kriegen. So. Aufgestiegen auf 73. Ja, wunderbar. Das finde ich gut. Wir sind auch ganz gut gestärkt. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Vielleicht kommen wir jetzt da vorbei. Es gilt nach wie vor, Munition sparen. Also nur schießen, wenn es wirklich unbedingt sein muss. Da wird jetzt auch kein Elch oder sowas gejagt im Moment. Wo ist denn der Bär, der hier rumgetobt ist? Hier, Brüll! Nee, ich sehe nichts, ich höre nichts. Hä? Alles lieblich hier. Wie im Paradies. Die Vögel zwitschern. Ich höre keine Vögel. Hat sich ausgevögelt. Oh, nicht, dass näher wieder einer schreibt, meine Kommentare, meine Sprüche werden unangemessen. Wie neulich im Stream. Manche Leute, die schreiben unangemessen, indem sie schreiben, dass andere unangemessen sind. So. Gehen wir durch das Tal. Weil im Tal kann man ja auch manchmal so ein Lockpick-Kistelchen finden. Da braucht man gar nicht bis hinten hinter die Ursagen gehen, ne? Das war ja früher nicht. Aber jetzt ist das so, dass hier auch so eine liegen könnte. Ich würde mal sagen, so, ja, ab hier ungefähr, ne? Habe ich schon mal eine gefunden. Da oder so. Ist vorgekommen. Eine Plattform wollen wir noch bauen demnächst, damit das ein bisschen ordentlicher ist da hinten mit der Treppe. Grad für November. Durchaus noch im Rahmen, ne? Das sind jetzt die letzten, ja, noch recht angenehmen Tage. Wenn das erstmal Richtung Dezember geht, dann fängt der Winter an richtig zu nerven. Dann wird es langsam richtig eklig. Deswegen wäre das ganz gut, nochmal ein bisschen schwimmen zu gehen und die eine oder andere Muschel raufzuholen, ne? Weil im Winter ist das nämlich
naja, schon auch machbar, aber schon richtig übel, gefährlich und teuer. Also auch ohne Sauerstoffflasche kann man, man kann ja ein Loch ins Eis kloppen, da eintauchen. Ich habe das mal gemacht, zwei Löcher, und bin dann in das eine Loch rein, am Grund ein Stück lang, andere Loch wieder raus. Das klappt. Ist saugefährlich. Wenn da so ein Loch dann gerade zufriert, dann hat man das Kepler auf. Ne? Dann ist es Ende Gelände. Oder wenn man das nicht findet. Also das möchte ich vermeiden. Ich habe das mal gemacht, aber das war schon nervenaufreibend. Und kalt. Hier sehe ich weit und breit keine Lockpick-Kiste, aber ich sehe da eine normale, oder was ist das? Und da unten eine, ja, das sind zwei grüne Kisten. Ja, wir haben schon Wintermodus, ne? Haben wir dann ein Kräuterblättchen drin oder so, deswegen bin ich da jetzt nicht so schnell hinterher. Aber liegen lassen will ich sie jetzt auch nicht. Naja. Geschenkten Barsch, ne? Kennt man ja. Schaut man nicht in, wie war das? Geschenkten Baul. Im geschenkten Gaul schaut man nicht hinter die Brücke. So, ja. So, jetzt war da drüben noch irgendwas. Wo war denn das? Der ist schon wieder weg. War doch hier irgendwo, ne? Da! Und da hinten ist noch eine andere, eine Holzkiste. Ah, ja. Keine Bockle-Kiste heute. Was ist da? Eine Wolf. Der Isegrim. Da hinten ist noch eine Kiste, deswegen gehen wir da noch hin. Das ist ja noch früh an Tag, ne? Boah, wir sind noch nie an der Südsee gewesen hier in dem Spiel, ne? Also hier in dieser Staffel. Noch nie. Ist doch richtig, oder? Hinten in dem neuen Bereich, da sind wir ja mal gewesen. Aber jetzt vorm Winter weiß ich nicht, ob ich da sowas noch machen will. Kann nämlich jetzt jeden Moment richtig ungemütlich werden. Also jeden Tag könnte das losgehen, dass das schon so der erste Schnee kommt. Ich weiß das nicht so genau. Das hat so gewisse Regeln, aber so genau habe ich mir die nicht gemerkt. Aber so im fortgeschrittenen November, glaube ich, kann das Wetter schon richtig eklig werden. Also, aha. Da steht ein Nashorn. Nee, ist ein Bär. Das wäre was, ne? Subsistence machen, also das gleiche Spiel im Prinzip, aber das Ganze irgendwie auf Afrika getrennt. Das ist wärmer, da sind Nashörner, Elefanten und Löwen. Hätt wat. Warum nicht? Ah, guck mal, drüber gestolpert. Super. Aber so, nix, ne? Nullski. Ich bin jetzt auch gar nicht so drauf, dass ich jetzt großartig Action brauche. Lieber so gemütlich ein bisschen rumlooten hier. Auch kein Action. Da bin ich zu alt für. Ja, das Gefühl habe ich sowieso manchmal, wenn ich so an das Spiel gehe. Wenn ich sehe, wie andere das spielen, denke ich mal, mein Gott, nochmal. Aufgefallen war mir das immer vor einiger Zeit. Da habe ich so ein paar Let's Plays geguckt, hier, 7 Days to Die. Da gehen die Leute los und stellen die Zombies immer auf Sprinten. Tag und Nacht immer Sprinten und die Zombieanzahl hoch. Und dann kämpfen die sich da durch. Und dann schaffen die das. Wir schaffen das. Und ich? Ich stelle auf Zombies nur gehen, auch nachts. Und gehe erstmal drauf. Na, dann denke ich auch so, boah, warum? Ich glaube, ich bin zu alt dafür. Ja, ich bin da nicht wirklich mit groß geworden. Also das Zocken, das fing ich jetzt. Ach, guck mal. Ja, ist ja noch Herbst, ne? Haha.
nochmal so ein Baumwollknolle können. Ich glaube, wenn wir die gute Hose machen wollen, brauchen wir das auch. Und vor allen Dingen auch Eisen, ne? Und das hat ja alles so gekostet für den Lockpick. Eisensplitter. Die müsste ich noch haben. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir langsam mal die Base so weit erweitern, dass wir vorne die Erlaubnis kriegen, da unseren Bohrer dann mal hinzustellen. Und irgendwann geht es ja dann auch mal an dieses Glashaus, was ich da auch hinstellen will, mit dem Bohrer drin und dem Kleintierstall. Aber das ist alles noch, das geht alles so langsam. Ist ja das Gute an dem Spiel, das meine ich auch. Auch wenn ich mich noch beschwere, boah, das dauert noch so lange, das kriegen wir ja nie. Trotzdem ist das ja die Langzeitmotivation, sonst, wenn das nicht so wäre, dann wären wir mit Folge 20 durch mit der Staffel, weil wir alles haben, was man haben kann. Und dann wird das irgendwann langweilig, ne? Oder man muss selbst sich irgendwas ausdenken, was man da so auf die Beine stellen kann. Aber hier braucht man das nicht. Hier hat man genug zu tun. Es ist schwierig, aber nicht zu schwierig. Eigentlich richtig. Sehr ausgewogen, wie ich finde. Und wenn ich dann gleich drauf gehe und sterbe, dann von wegen ausgewogen, das war ja wohl hinterfotzig. Ja, das Wort hinterfotzig darf ich sagen, damit meine ich die bayerische Version. Da gibt es ja auch einen Fotzen. Ja, und Fotzen ist eigentlich eine Ohrfeige, ne? Spricht sich das auch so? Uah. Hallo, Moinsen. Oh, da ist noch was. Ich weiß aber nicht, ob ich da rankomme, weil ich weiß, dass da Wache geschoben wird. Wo war denn das? Sehe ich sie nicht mehr. Oh, ich habe einen Balken gesehen. Durch die Felsen durch. Ich kann aber nicht sagen, was das für einer war. Ich gehe mal da außen rum gucken. Ich werde mich nicht anlegen mit den Viechern. Wir wollen Munition sparen. Da gehe ich doch lieber dann nochmal durch das Tal und hoffe, dass vielleicht dann doch da irgendwas Ja, ich bin ein bisschen hellhörig jetzt. Da hinten sind sie. Das waren zwei, ne? Ich glaube, das war ein Wolf und ein Bär. Der geht ein bisschen weg. Vielleicht komme ich ja jetzt da dran. Geht da hoch. Oh, ich sehe da ziemlich deutlich. Und der ist da hinten. Da komme ich nicht dran. Es sei denn, der geht noch weiter weg. Geh weiter weg. Nein. Doch. Hier stundenlang aber tanzen mit dir will ich nicht, ne? Ja, kannst du knicken. Da werde ich mich jetzt nicht länger mit aufhalten. Wir finden auch noch woanders Zink. Und Zink ist nicht pink. Ach ja, die vier Bäume machen. Wir machen jetzt die vier Bäume. Wie viel haben wir denn schon? Oh, 50. Haben wir auch fleißig geklöpfelt heute. Weil wir müssen ja noch ein bisschen bauen, ne? Wenn ich dann vorne das erweitern will und so. Brauchen wir Holz, Holz, Holz. Knapp. Durchs Tal wollte ich noch mal, habe ich gesagt, ne? Ah, Kist und Kist. Ja, Kisten klappt. Aber Lockpick nicht. Aber man soll den Tag ja erst am Abend loben, ne? Oder verteufeln. Hm.
La 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 la. Da ist auch kein Erz zu sehen. Ach, guck mal, ich guck woanders hin, klopp und ja, ja, hier waren wir schon mal, glaube ich, ne? Kann das sein? So, wäre möglich. Und hier? Hier nicht. Hier waren wir nicht. Hier können wir klöpfeln. Ja, vielleicht können wir davon den Madenbaum noch nehmen. Aber ich glaube, Lockpick-Kistenbereich verlassen wir gerade schon wieder. Das ist nichts heute mit der Kiste. Na gut. Man muss immer das Positive sehen. Dann sparen wir Eisenspitzen. Nee, Eisensplitter heißen die, ne? Oh, da ist aber Erz dran. Da könnten wir da dran kommen. Obwohl, da ist auch wieder so ein Isegrim da hinten. Der ist aber ein Stück weg. Das könnte funktionieren klappen, wenn der jetzt nicht angelatscht kommt hier. Oh, der ist Schrott. Das will ich auch haben. Ah, das ist knapp. War klar. Gibt's doch keine andere Richtung, ne? Boah, da ist eine Tasche, da ist eine Faser, da ist Schrott und dann ein so ein blöder... Ah, die Richtung ist gut. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Boah, nochmal Schrott. Das ist schon gefährlich hier. Das war jetzt schon richtig gewagt. Aber wenn ich jetzt hier rumlaufe, weil der ja in die Richtung geht, könnte ich die hier auch noch kriegen. Jawohl, und sogar eine gute Patrone. Jetzt ist der da hinten rum. Und ich dachte, die wären weg. Die waren weggeploppt. Ey, wo ist es? Komm hier. Wenigstens einen. Es wird schon dunkel, ne? Kann das sein? Komm ich da so dran? Nee. Oh, nee. Oh, nee. Was ist denn das? Ja. Na endlich. So, wo ist der Kollege? Ah, da komme ich nicht dran, ne? Ne, da müsste ich da drauf irgendwie. Kommt man auf den drauf? Glaub nicht, ne? Wo ist er? Ah, doch, das könnte klappen. Jo. Boah, das ist gefährlich. Ja, komm ich ran. Hä? Nur hier vorne an der Ecke kann ich den hauen. Zack. Hehe. Cool. Natürlich, Petsy. Ich weiß. Ich weiß. Dauergast hier. Oh, da ist ein Kartoffelchen, aber... wir wollten ja sowieso noch eine Runde schwimmen. Muss ich ja. Zwei Bretter haben wir da. Dann mache ich mal noch drei dazu. Ne? Gehen wir mal hier ins Wasser. Einfach so. Oh, guck mal, eine Muschel. Die sollte man doch kriegen können. Wenn es da friedlich ist, holen wir die. Ab nach Hus. Ja, sonst auch nichts zu sehen, weit und breit. Naja, gut.
Hier nochmal gucken. Da ist wieder Sandstein. Den lasse ich jetzt aber liegen. Jetzt komme ich nach Hause, war der Strom leer gegangen und alles im Kühlschrank kaputt. Nein, das kurz vorm Winter. Na, herzlichen Glückwunsch. Mit wenig Munition. Dann können wir uns zu Tode angeln, glaube ich. Naja. So. Das sieht doch gar nicht schlecht aus hier. Dann muss jetzt erstmal schnell das hier rein, bevor mir das vergammelt. 35, das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Da ist auch schon wieder voll. Joa. Ach, dann können wir das ja schon mal machen hier. So, dann haben wir das nämlich erledigt. Ne? Ja, da können wir auch mehr von gebrauchen. Da haben wir noch einen. Fünf. Reicht für eine Patrone hier, ne? Aber also, da haben wir noch eine drin gehabt. Ja. So, achso, das Holz noch rein. Und die kommen da drüben rein. Wie sieht es mit dem Strom aus? Guck mal, über. Obwohl der Kühlschrank an ist, hat er sich ein bisschen über die 500 rüber. Das fängt an, dass sich die Stromerzeuger, ja, bemerkbar machen. Dass man da richtig was von hat. Also mit einem Solarpanel oder einem Windrad kann man echt nichts reißen. Aber mehrere, da fängt dann irgendwann an, sich zu lohnen. So, hier ist alles gut. Lieber nochmal geguckt. Wie sieht es aus mit der Ernährung? Boah, müssen wir gleich mal dran. Aber das machen wir jetzt erstmal eben klar hier. Oh, da ist eine Kiste. Ob ich die noch kriegen kann? So. Stellen wir hier ab. Na? Ich denke mal. Drehen. Siehst du, jetzt kann man hier schon so trockenen Fußes ran. So, dann gucke ich mal. Ich sehe hier nämlich sonst nichts rumlatschen. Können wir die da holen? Ja, die Winteredition Deluxe. Das sieht ja schon prächtig aus mit den beiden langen Stegen. Ah, da geht die Sonne schon unter. Zeit schon bald wieder um. Aber so ist das. Ja, so ist das in Ordnung. Das reicht mir so. So. Wegpacken. Dann würde ich sagen, wie sieht denn das aus mit der Hose? Dann haben wir das auch mal irgendwann erledigt. Hier, das Ding war doch ziemlich teuer, ne? Die Hose haben wir ja, dann brauchen wir 4 Stück, ein Seil und 12 Splitter. Haben wir 12 Splitter? 12 Splitter haben wir. So, ein Seil, die dürfen wir nicht nehmen. Müssen wir, da fehlt eine Sehne für. Ärgerlich. Eine Sehne. In der Lockpick-Kiste vielleicht. Da müssen wir das noch ein bisschen aufschieben. Also, wir brauchen eine Lockpick-Kiste, wo wenigstens eine Sehne drin ist. Dann machen wir uns nämlich die gute Hose. Dann wäre kleidungsmäßig als nächstes Jahr dann der Helm und die Schutzweste dran. Damit wir da zur vollen Ausstattung kommen. Das Ganze brauchen wir natürlich irgendwann mal 2. Das ganze Zeug, ne? Jacke, schwarze Hose, ne? Das soll hier alles drin sein. Schuhe, das möchte ich irgendwann haben hier. Dass man im Fall des Ablebens wieder voll ausgerüstet ist. Jo, gehe ich jetzt angeln noch? Nö, nö. Nö, hab ich keine Lust. Außerdem ist der Kühlschrank auch ziemlich voll. Aber ich könnte mal was vorbraten. Hier.
Das könnte ich machen. Komm mal her. Das kann ich noch machen. Joa. Trinken. Reicht einer erstmal. Ja, ja, ja. Also mit der Hose geht noch nicht. Da braucht man Seil. Sprich, wir brauchen wenigstens eine einzige Sehne dafür. Und ja, dann hatte ich ja überlegt, deshalb bald so weit durch hier, hatte ich ja überlegt, den mal ganz voll zu pumpen und nochmal ein Leben zu kaufen. Weil das sind drei, ich hätte ja ganz gerne fünf da drin. Na, mal sehen. So, hier, fertig. Fertig, fertig. Müssen wir essen? Esse ich erstmal einen. Und pack die nochmal rein. Aber dann kann ich das noch vormachen hier. Und davon einen. Wenn schon, denn schon. Zack. Ja. Ich habe keine Lust zu angeln. Ich habe eine ganze Nacht geangelt, die letzte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und lasst mir gerne ein Like da, schreibt Kommentare. Wer noch nicht hat, gerne abonnieren oder in den anderen Staffeln mal reingucken. Freue ich mich drüber. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye bye. Tschüssi.